Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge bei City. Und wie man das ja vielleicht schon kennt, wenn dieser Onkel hier beim Blackscreen vorher redet, ist wieder irgendwas schiefgelaufen. Richtig. Ich habe auf Twitter ja ein bisschen rumgeheult, dass ich die Folgen nicht mehr hingekriegt habe, dass ich also die Aufnahmen nicht mehr in mein Schnittprogramm bekommen habe, und auch durch Konvertierung hat er nicht erkannt. Jetzt habe ich das also immer nur, um den Container zu ändern, damit ich keinen Grafikverlust habe. Jetzt habe ich es halt komplett konvertiert, 2,5 Stunden, und jetzt habe ich es reinbekommen in mein Schnittprogramm und kann es jetzt endlich rendern und hochladen. Ich möchte das nur hier ganz kurz noch erwähnen. Und ein weiteres Problem: die zweite Aufnahme, ich werde jetzt also die erste Aufnahme, ich verhaspel mich jetzt schon, also bei dieser Aufnahme werde ich am Anfang sagen, dass ich alles eingestellt habe. Das lag daran, dass die Folge zuvor sehr geruckelt hat. Leider ist diese Aufnahme von dieser Folge, also ist die auch echt hin. Also wir haben hier nichts verpasst. Das ist ja, wir sind ja immer noch beim Aufholen der ganzen Sachen, die wir, naja, die er nicht gespeichert hat. Und diese Folge kann ich leider nicht retten. Die ist einfach völlig im Arsch. Das ist am Anfang am Anfang ruckelt es ganz doll und dann habe ich immer nur Standbild, das heißt, die fällt leider weg. Also es fehlt was dazwischen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, weil wie gesagt, das ist ja alles nur Aufholzeugs. Und ich habe jetzt eigentlich schon wieder viel zu sehr gelabert, viel zu lange, wollte ich gar nicht, aber ich wollte es halt nochmal ganz kurz erwähnen. Gut, jetzt viel Spaß mit der Folge und ich bin da mal weg. Viel Spaß mit einem tollen Bild. Schwarzbild ist echt scheiße. Okay, viel Spaß. Herzlich willkommen, Freunde, zurück hier vor dem Kubaner Café. Ich habe jetzt, ich hoffe, es ruckelt nicht mehr, denn ich habe wieder alles eingestellt und habe jetzt mir schon eine Rüstung und neue Waffen gekauft und ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser läuft. Ich bin motiviert, noch bin ich motiviert. Es geht bei Vice City meistens sehr schnell, dass das nicht mehr so ist. Aus dem einfachen Grund, weil manche einfach nur unfair sind, manche Missionen. Ja, ist ja gut. Ich habe gerade ein bisschen Radio gehört, mal zur Abwechslung. Oder war ich jetzt drüber? Was ist denn hier los, Freunde? So, jetzt haben wir es wieder auf. Was ist denn hier? Hallo? Hier brennt einer völlig durch, würde ich sagen. Das Auto ist denkbar scheiße, dass ich hier fahre. Ist sehr langsam. So. Nicer Drift, oder? Das war schon echt ein Drift der Oberklasse. Ja. Und gleich bekommen wir wieder diese tolle Musik hier aus dem Boot und wir sehen auf jeden Fall Rico wieder sterben. Sehr dramatisch auf jeden Fall. Geile Sonne. Oh, die Musik ist jetzt anders, oder? Hey, komm, das mit der Trommel krieg ich auch noch hin. Do it. Ha. Do it. Ey, cooler Text, den kann ich ja sogar. Tag, Jungs. So. Wir haben noch diese eine Waffe, aber ich finde die schneller. So, das lief zum Glück ganz gut. Wir haben nur noch 4 Rüstungen, das wird nichts. Das wird einfach nichts, weil wenn ich da wieder bin, ne, dann stehen auf einmal hier welche. Ich verstehe es nicht. Aber vielleicht sollte ich erst den Koffer mitnehmen und dann den anderen. Weil, dann stehen wir da oben und dann stören die uns hier nicht. Pass auf, das mache ich auch, aber erstmal muss ich ja natürlich ein bisschen aufräumen wieder. Und diesmal trifft er auch. Ich glaube, das lag an der Waffe das letzte Mal. Guck mal, da hinten loopt da auch noch einer vor. Dem aber. Komm schon, der kriegt einen Kopfschuss. Komm schon. Haben wir den? Ich glaube, der ist weg. Warte mal, vielleicht kriege ich den vielleicht auch von hier. Boah. Okay, wahrscheinlich nicht. Ich nehme diesen Koffer. So. Na, Jungs.
Tag. Der ist weg. So, warte, ich sammle noch schnell Munition ein, dann nehme ich die beiden Kisten und dann hauen wir hier ab. Ne? Dann sind wir ja ganz schnell weg. Tschüss, Rico. Bäm. Weg ist er. So. Schnell ins Auto rein. Bringe die Drogen um das Geld und das Geld zu Umberto. Boah, mal wieder gleich so viele. Alter, das Auto. Boah. Und nebenbei wieder immer noch das Radio ausschalten. Das ist so nervig. Jungs, danke für den Anschub. Scheiße. Alter, 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 Alter. Die Helikopter wieder fein durch die Palmen. Alter. Oh. Es ist unmöglich. Ich schaff das nicht. Nein. Es wird. Ich werde nie ankommen. Ich werde nie ankommen. Geil. Hängt sich erstmal das Spiel auf. Es kommt mit so viel Action gar nicht klar. Oh Mann, ey. Renn, Tommy. Renn. Das kann nicht sein, dass ich jetzt wegen diesem Scheiß sterbe. Komm, das darf nicht sein. Das darf einfach nicht passieren. Boah, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, Tag, Jungs. Gut, der Heli hat uns. Ich guck mal da vorne. Da ist das Ziel. Und Tommy rennt. Tommy rennt unerbittlich. Er ist nicht erschöpft. Wie sonst immer. Jetzt ist er erschöpft. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yeah! Ah, wir sind zur Hintertür raus. So, 4000 Dollar haben wir wieder. Nun, das sieht doch gut aus. Das freut mich jetzt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Mach's mal auf. Oh. Es war gerade kurz schwarz bei euch, ne? So. Ich bin da. Wir könnten jetzt direkt weitermachen. Wir haben auch sonst keine Mission mehr. Tommys Villa, das ist einfach nur, da können wir das Geld abholen. Ansonsten machen wir die Mission noch schnell. Oder, ja gut, wir brauchen noch Geld. Das waren 30.000, ne, die wir für das Autohaus brauchen. Da machen wir die einfach. So. Komm. Was gibt's zu tun? Oh. Hey, Lady! You know what I'm gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then I'm gonna make love like a man. You know that, Chica? Something like this. Hey, baby! I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Umberto Romina, he likes the lady, so not funny. Some goat in a skirt. Tommy, I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitians. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. Whatever you say, Umberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians' processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Umberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over that cafe with genau, Papa. Genau. He's not feeling so good, you know? Bloß nicht die Hände schmutzig machen. The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema. But this comes close. Was braucht er nicht? Man versteht wirklich nicht so viel manchmal. Okay, wir sollen jetzt den Typen abholen. Ach nee, wir sollen ihn da hinbringen. Warte, wir brauchen ein Auto. Kommt mal jemand schnell vorbeigefahren, bitte. Ich brauch mal ganz schnell. Hier, guck mal. Boah, so einen hässlichen Transporter. Nee, danke. Ich guck mal, das Cabrio ist nett. Dankeschön. Ich brauch das mal eben. Ja. Warum habe ich eigentlich keine Markierung auf der Map oder verschwindet die gerade unter dem N von Norden? Kann das sein? Weil, also wir müssen auf jeden Fall da drüber auf die andere Seite, das ist ja schon mal gut zu wissen, aber irgendwie bekomme ich keine Markierung. Hä? Mhm. Oder sagt er uns das jetzt erst noch, wo wir hin müssen? Nee. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, Junge. Wahrscheinlich einfach nur das Gebiet. Jetzt sind wir in Haiti. So, guck mal.
In Little Haiti. Ich glaube, ich weiß es noch ungefähr, wo die standen. Nee, weiß ich nicht mehr. Ah, hier gibt es noch die Taxistation. Die können wir uns auch noch kaufen. Meint er das hier? Oh, man, you drive like a crazy bitch. War das nicht hier? Ich glaube, ich verstehe die Mission nicht ganz. Kann das möglich sein? Ich glaube, die stehen hier schon für später. Also hier sollten wir dann wahrscheinlich... Sollten wir einfach uns so ein Auto klauen? Kann ich da auch eins von hier nehmen oder sind die abgeschlossen? Abgeschlossen, na toll, die gehören zur Mission. Na, geil. Jungs. Chillt mal die Base. Ah, hier steht eins, guck mal. Ich habe ihn nicht vergessen, er ist einfach nicht hinterhergekommen. So. Komm her. Na komm, okay. Pepe. Pepe, komm her. Oye, let's go find our muchachos. Oye, let's go find our muchachos. Oye. Okay, ich habe mich noch daran erinnert, dass wir hier parken mussten. Die Autos gehören schon bis zur Mission. Die haben sie hier schon mal heimlich hingestellt. Und ich habe ihr da nicht richtig zugehört. Deswegen wusste ich das gerade nicht. Oye, the summit is around the back, amigo. Bueno, Haitian putas, muerte. Vamos. Vamos indeed. Tommy ist schon manchmal lustig. Fällt gerade ein, ich hätte mir vielleicht Waffen und eine Rüstung kaufen sollen. Das ist ja gut. Okay, in you go. Es fällt bestimmt nicht auf, dass Tommy sich nicht verkleidet hat. Macht so viel Spaß. So, jetzt nehmen wir die ja ein. Das Problem ist, wir werden gleich sterben, weil ich habe... Park den Wagen an der markierten Stelle. So, den parke ich jetzt hier. I'm going to plant the bomb. Cover me. Polizia! Nur sicherheitshalber. Hallo! Oh, jetzt hängt das auch noch. Das ist jetzt ganz ungünstig. So. Wir müssen noch einmal. Hier unten. Komm schon. Mach hinne. Ich muss kurz die Waffe. Die Waffe mal wechseln. Damit ich rennen kann. Es verfehlt ja die Treppe. Geil. So. Wie viel? Oh, 15 Sekunden. Ciao, Jungs. Habt noch einen schönen Tag. Yeah. Vier, drei, zwei, eins. Bam. Was? Wie? Ich bin nicht weit genug weggekommen. Die Tür ist zu. Wie soll ich denn hier rauskommen? Das finde ich jetzt nicht so nett von euch, ganz ehrlich. Scheiße. Halt's Maul. Hä, wie soll ich denn hier wegkommen? Okay, pass auf. Wie komme ich hier wieder raus? Sollte ich mir vielleicht mal an... Ah! Ja, das muss mir doch einer sagen. Jungs, das muss mir doch einer sagen. Gut, dass hier gleich noch Leben war. Das muss mir doch einer sagen, dass ich hier oben raus kann. Gut, dann machen wir die gleich nochmal. Ups! Yeah, wir haben es geschafft. Geil. Ah, Tommy, der ist schon, So. Wie werden wir jetzt die Sterne los? Und vor allen Dingen, wie kommen wir hier wieder heil runter, ohne... irgendwie Fallschaden zu bekommen? Das wäre auch noch... Gar nicht wahrscheinlich. Gut, haben wir es geklärt. Na, Jungs. Wo gibt es denn hier einen Stern? Warte, ich weiß, wo es einen Stern gibt zum... obwohl wir sind schon hier irgendwo in der Nähe. Warte, gleich. Gleich haben wir's. Oh, da oben gibt's lecker Burger. Warte, hier, guck mal da auf dem Plakat, warte. Oh, das war jetzt auch geil. BMT Burger. 0,1% Pure Meat. Geil. Nicht 0,1% Fett, sondern
0,1% echtes Fleisch, der Rest ist einfach nur irgendein anderer Scheiß. So. Wir machen die Mission gleich nochmal. Ich will hier nur mal ganz kurz. Nö, wir brauchen ein Auto, das wäre ganz gut. Ach, das steht wieder hier. Ich hoffe dann auch noch. Obwohl, wenn wir jetzt damit hinfahren, dann können wir uns ja gleich. Dann können wir das ja gleich nehmen. Ich hoffe, es despawnt nicht. Warte, sollte ich nochmal schnell zur Ammunition fahren, weil wir sowieso gerade hier hinten sind. Ich glaube, das mache ich mal schnell und hole mir eine Rüstung. Sicher ist sicher. Hups. Die brauchen wir vielleicht gar nicht, aber ich will nur sicher gehen. Ich will einfach nur sicher gehen. Boah, Alter, das Ding fährt sich auch wie so ein, ne? Wie, ich weiß es nicht, wie sich's fährt. Es fährt sich scheiße. Gibt's keinen Vergleich dafür. Kann man nicht vergleichen, ist einfach nur scheiße. Und das macht leider viel zu viel Spaß. Hui! Motorradfahrer. Habe ich irgendwie so eine Allergie dagegen? Muss ich immer gegen ankämpfen? Kann ich nichts dafür. Es liegt in meiner Natur. So. Wir sind sofort da. Ammunition. Und ich muss mir mal eine Taste einrichten bei Audacity. Ich weiß nicht, ich habe da noch nichts gefunden. Wenn ihr wisst, wie man bei Audacity während der Aufnahme mal schnell das Mikrofon muten kann. Ich habe ein USB-Mikrofon, deswegen habe ich kein Mischpult. Dann sagt mal Bescheid, schreibt es mal in die Kommentare. Ich brauche das, wenn ich mich zum Beispiel mal räuspern muss oder mal husten muss, wie vorhin. Ich drehe mich ja schon immer weg, aber... Hm? Wir brauchen nichts kaufen an Waffen, da haben wir genug. Jetzt haben wir auch Rüstung. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf zur Mission. Los geht's. Und wieder den ganzen Weg zurück. Ich mache jetzt mal keinen, nichts mit Schnellspulen, ne? Das Problem ist, ich nehme halt immer noch neben dem Aufnahmeprogramm meine Stimme extra auf, weil ich die danach noch bearbeiten will. Und weil Audacity einfach besser aufnimmt. In einer besseren Qualität. Und weil ich da halt auch sehe, ob alles in Ordnung ist und so. Das Problem ist aber, wenn ich zum Beispiel erkältet bin wie die letzten Wochen und eigentlich irgendwie immer noch husten muss, warum auch immer, dann wäre es echt vorteilhaft, wenn man bei Audacity mal einfach schnell mal Taste drückt, Mikro aus. Wenn ich jetzt nur mit dem Aufnahmeprogramm das machen würde, kann ich das machen. Aber da kann ich die Stimme nicht mehr nachher bearbeiten. Und ich vergesse das immer rauszuschneiden. Weil wenn du das findest, dann muss ich mir die ganzen Folgen halt nochmal anhören und das ist echt, boah. Wenn ich das auch noch machen muss, neben Schneiden, Rendern und Hochladen, dann wird das nichts. Nichts wird das. Da kommen noch weniger Folgen. Jetzt in den Ferien habe ich ja gesagt, kommt jeden Tag eine Folge, sogar ein paar Tage, vielleicht zwei. Wenn ich bei City hier, wenn ich das gut gerendert bekomme und hochgeladen, mal gucken, wie ich das, weiß es nicht. Ich produziere jetzt ordentlich vor. Ich habe The Room komplett durchgespielt, das sind 3 Stunden, das sind 8 Folgen, die ich alle 2 Tage bringe und, Thief habe ich noch 3 Folgen und das kommt dazwischen und vielleicht wechsle ich Thief mit GTA ab. Dann haben wir jetzt erstmal wieder. Und dann vielleicht schaffe ich es auch nach den Ferien täglich was hochzuladen, aber das wird echt schwer. Oh je, oh je, oh je. Okay. Let's find our muchachos. Ich fand das lustig, wie Tommy vorhin versucht hat auch, der hat so gesagt, genau, Muerte, also der hat auch versucht nochmal so zu reden auf, in der Sprache, er wollte mit dazugehören. Echt? Ist ja auch euer Viertel, ne? Jetzt kommt er gleich, wenn wir in das andere Gebiet kommen, sagt er bestimmt, hast du dich verfahren? Doch nicht. Weil wir fahren ja eigentlich noch richtig. Bitte Platz machen, ich muss hier durch. So, jetzt steht bestimmt wieder ein neues hier. Warte, ich will nur ganz kurz gucken. Jo, hier steht wieder ein neues. Wir könnten umsteigen. Aber nö, das lohnt sich nicht. Wir brauchen das Auto ja nur zum Hinfahren und dafür geht's noch. Yo, mach ich immer so. Vamos indeed. So, darf ich fahren? Wieso? Wie schnell die hier drüben sind. Oh, eine Pizza wäre jetzt auch geil. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser. Jetzt wissen wir ja, wo wir raus können. Das sind nämlich fies, die machen das Tor zu. Und wenn man nicht weiß, es wird ja mir nicht... Oder wurde es angezeigt, wo wir raus können? Ich glaube nicht. Ach,
Jungs. Ihr seid doch gerade eben so schnell gewesen. So, warte, ich brauche eine schnelle Waffe. Bitte einmal platzieren. So, ein bisschen aufräumen hier. Unser Freund gibt ja Deckung. So, dann die zweite Bombe. Nur noch 30 Sekunden. Tommy. Ja. Hui. Rennen, 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 rennen. So, raus. Und jetzt rechts rum. Und tschüss. Oh ja. Yeah. Guck mal. Bams. Nice. Oh, das ging schnell. Ach, guck mal, da oben, der liegt in die Luft. In der Luft. 10.000. 10.000 Dollar. Yeah. Und wir sind jetzt wieder ran mit dem Spielstand. Boah, der Krankenwagen geht mir auf die Nerven. Hey, Klappe. Klappe halten. So. Warum haben wir jetzt gerade Rüstung abgezogen bekommen? Und wir sind schon wieder gefragt. Tommy, Umberto Rubina. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. Incredible, Tommy. Incredible. No wimps, Tommy. Just real men. And the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us, you're Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See you around. Oh, hat er sich gefreut. Seitdem, das hat noch keiner zu ihm gesagt. Tommy, du bist wunderbar. Der guckt mich nicht mal an. So ein Arsch. So, das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir haben jetzt erfolgreich alles in die Luft gesprengt. Das ist natürlich richtig gut. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.